Bei uns ist Norwegens Superstar die Nummer 1 mit einer wirklich außergewöhnlichen Stimme und vor allem der schönsten Zahnlücke aller Zeiten. Kurt Nilsen, ja, und der Ex-Klempner, wie man ja immer, muss man ja immer über ihn sagen, auch dann weiß man spätestens, wer gemeint ist, der in diesem Frühjahr vor 100 Millionen Fernsehzuschauern das Finale von World Idol gewann. Mit seiner Debütsingle She's So High hat er ja alle Charts gesprengt und bekam sogar Platin dafür. Und weil es so schön war? Ja, hier nochmal ein kleiner Ausschnitt aus dem Auftritt. 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 Jetzt ist er bei uns, the one and only, Kurt Nilsen. Guten Morgen. Guten Morgen, John. Guten Morgen. Da sind wir schon beim Thema. Ich als Schwedin kann ja die Norweger gut verstehen. Und deswegen, warum ist das eigentlich? Naja, weil das sehr artverwandt ist. Ja? Ja. Das ist so ein bisschen wie Bayerisch und Hochdeutsch. Ja? So. Ach so, aber je nach Dialekt ein bisschen. Aber ich glaube, Kurt versteht auch ein bisschen Deutsch. Ich werde trotzdem mal den Anfang auf Schwedisch machen. Du musst hier gucken, ja, für das wieder. Ja? Ja? Wie viele Leute hast du hier? Ja, ich war in einer Frühstücksshow hier. Und du hast mit deinem neuen Album, A Part of Me, kallast det. Ja. Und du skal sjunga. Ja, ich dachte, du skulle dra en akustisk låt då, med mig och en sätt av Thomas. Ah, okay, okay. Så, ja. Ja. Gör det ner på tidigt på morgonen, det är fint. Ja, precis. Also, ich habe ihn gefragt, ob er erstmal was singen will. Ah, ja. Und das wird er. Er freut sich übrigens sehr, dass er hier ist. Das schon. Und er schlägt eine akustische Nummer vor, so am Frühmorgen, nicht zu rabiat. Ja, to wake up the people. Ja. That's right. Um die Menschen aufzuwecken. Erstmal eine ruhige Nummer. Wollen wir es gleich machen? Absolut, um ein bisschen warm zu werden. Ja? Hm? Okay, ja, so, dann gehen wir rüber. Oh. Netter Gitarrist auch dabei. Und lassen die Jungs alleine beim Singen. Na gut, stimmt. Okay. Stay. Stay a little longer. Do you have to go away? Stay. Stay for tomorrow, then I will know why you'd rather be alone. Take a moment of time and turn it back, so we could start from scratch. Suppose I leave all I got, would it make it easier on your heart? Well, I'll take what I can before you leave. That is just a smile. I'll still fall down so I can watch you breathe. That is alright. Come on and show me that silky skin. You're oh so fine. I know we could turn it right. I know we could turn it right. So right. Throw me a lifeline. We out at sea. Would you save me if it all goes wrong? Grab me cause I'm yours. Forever, that's for sure. Well, that's what I want you to tell me. Well, I'll take what I can before you leave. That is just a smile. I'll still fall down so I can watch you breathe. That is alright. Come on and show me. So, ich hoffe, wir haben Sie damit einigermaßen sanft aus dem Bett geholt. Noch ist es nicht zu spät, 7:07. Also, nice music to wake up the people. Yeah. Thank you very, very much. So, questions? Questions? No questions. You lighted up the Christmas tree of Berlin yesterday? Yes, I did. Er hat den Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor angemacht. I wonder, how do you celebrate Christmas? Are you a family type of guy? Yeah, I'm a more traditional type of guy. Stays with the family and friends. All right. Eat a lot of food and open a lot of packages. And go up to the woods and chop down a tree.
Also, ganz klassisches Weihnachten wird gefeiert bei ihm zu Hause. Ich habe gefragt, ob er eher so ein klassischer, traditioneller Typ ist. Ist er Weihnachten also unterm Tannenbaum mit der ganzen Familie, viele Päckchen, ja, wie es gehört. Genau. Sag du mal, was du hast. So, your life has changed a lot. Yeah. Yeah. Now you're a big fucking famous superstar. Popstar. So, popstar. Yeah. What has changed the most in your life? Was hat sich am meisten verändert in seinem Leben? Von Klempner zum Superstar. Yeah. That's the thing that changed, I guess. Yeah. From, well, now I can have a guitar in my hand instead of a tool. Yeah, that's nice. And doing what I always want to do, so. Okay, also jetzt kann er statt so Werkzeug, kann er eine Gitarre in der Hand halten. Das ist der einzige Unterschied eigentlich. So, your kids, they don't need a bodyguard now or something? Die no, Kinder absolutely not. Bodyguard? No? Absolutely not. No? Is everything all right? Everything is What happens in Norway when you come out on the streets? Well, it's more like they recognize who I am, but I don't know. They leave you. They don't jump me, that's for sure. Okay. Also, wenn er auf die Straßen geht, alles ist ganz normal, außer dass er eben eine Gitarre in der Hand hat. Is there anything you dislike about being a popstar? I really don't think so, no. It's all cool. I have a good time singing along. But you have to sign our wall of fame. Okay. Ja, er muss hier noch unterschreiben. Die Zeit ist schon wieder um. Ja? Mal erzähle ich noch, dass es keine Nachteile scheinbar gibt am Superstar-Leben. Ja. Keine Nachteile. Er findet alles viel besser als früher als Klempner, logischerweise, weil da hat man sich ja irgendwie mit Werkzeug rumgeschlagen. Jetzt kann er endlich machen, was er Thank you. Yeah, perfect. Thank you for being here.